Hi Leute, die Gaminator hier. Jo, weiter geht's, immer weiter geht's. Nächste Spieler-Session angesagt hier. Heute möchte ich mal den Pharos spielen, habe ich auch nicht gezeigt. Oh, da klingelt mein Alpha, mein Schöner. Den habe ich gerade ein bisschen Geld reingespart. Ja, egal. Also, Pharos heute, Leute, einmal hier mit dem Pharos-Feature und dem Nudge-Bonus. Und hier haben wir den Tieflower mit den Blumensymbolen. Wollen wir natürlich hier, weil wir was auf dem Tacho haben, gleich ein bisschen reinballern. Da müssen wir nochmal einen 20er nach. Schieben, glaube ich, Leute. Schauen wir mal, wie lange die Session wird. Zack. Hin damit. So. Schmeißt er gleich wieder raus. Mag er nicht. Jetzt mag er. Gut. Also, Pharos auf 60 Cent. Und hier den Tieflower auf 60 Cent. Hier buche ich gerade noch fertig. Bin ich gerade auf 60 Euro. Jetzt E-Buchungspause. Geht nichts mehr. Lassen wir mal drin. Und jetzt, Freunde, fangen wir mal an, schauen uns mal die beiden Kandidaten hier an, ob das geht. Da ist hier gleich Geld weg, Leute. Schauen wir mal, was Pharos-Feature kriegen. Oder die Sketter hier. Feature. Ah, surrounding wild. Alles klar, Pharos Feature ist sozusagen Leuchtturm, eine Art Surrounding Wild. Schauen wir mal, ob wir da mal einen Gewinn reinfahren. Das war jetzt gerade nichts, Freunde. Feature. Jetzt brauche ich nochmal den King. Ne? Verstehe. Er setzt die Dinger fest auf die
aufs Spielfeld und fährt sie dann runter dementsprechend. Alles klar. Ja, ganz nettes Feature, aber ob da mal die großen Gewinne gehen, zweifelhaft. Feature, vielleicht eine bessere Stelle jetzt mal. Schauen wir mal. Naja, ich würde das Fahrhaus-Feature jetzt mal als ganz nett bezeichnen, aber was ist schon ganz nett, Leute? Ganz nett. Ist eigentlich ganz nett. Ja, Hitlers Schäferhund war auch ganz nett. Ja, so kann man es sagen, Leute. Aber ja, ist nicht so das Spiel, jetzt haut ihr reinkommen. Schade. Das Fahrhaus-Feature wird dann interessant, wenn er die Leuchttürme auf mehreren Walzen dann gleichzeitig gibt. So mit einem kann ich mir nicht vorstellen, dass da großer Gewinn raushaut. Das ist eher so ein Surrounding Wild-Spiel mit. Ja, das schauen wir uns noch an. Natürlich kein Bube. Meine Herren, Leute. Hart, hart. Naja. Der Teilflower mag auch nicht so recht. Auch nicht so schlimm. Solche Sessions muss es auch geben. Jetzt haut rein. Ah, das ist nicht rein, die Flower. Nichts mit Flower Power. So, den Pharos stoppen wir mal, bevor die ganze Kohle weg ist. Pharos Thai Flower, Freunde. Nicht der Hit, aber auch nicht so schlimm. Lasst mal ein Like da, ich lasse mir noch ein bisschen was auf der Platte hier. Das nächste Video. Schauen wir mal, ob ich das einstelle. Ihr werdet es sehen, wenn es drin ist oder nicht. Macht es gut, aber Like, nette Kommentare. Abonnieren ist ganz wichtig. Vielen Dank, Freunde. Bis zum nächsten Mal.